Der nächste Trick heißt Hosenschlaufentrick. Man braucht eine Hosenschlaufe, zieht die Schnur hindurch und schwupp. Und jetzt nochmal langsam. Man zieht die Schnur durch die Hosenschlaufe, geht mit beiden Daumen in die Schnur, die kleinen Finger ebenfalls. Jetzt ist es wichtig, dass man mit dem rechten Zeigefinger beginnt und in die linke Handinnenfläche geht und die Handinnenschnur aufnimmt. Und der linke Zeigefinger macht das danach in der rechten Hand genauso. Jetzt sind wir hier total fest. Und der Trick ist, jetzt die richtigen Finger aus der Schnur fallen zu lassen. Bei der linken Hand bleibt nur der Daumen in der Schnur. Das heißt, der Zeigefinger und der kleine Finger gehen raus. Bei der rechten Hand bleibt nur der Zeigefinger in der Schnur. Das heißt, der Daumen und der kleine Finger gehen raus. Und wenn wir jetzt Spannung auf das Seil bringen, löst es sich wie von Zauberhand.